Guten Morgen, willkommen wieder mal bei uns hier, Christen und Tenot in Domadems. Wie ihr seht, geht es heute in diesem Video um Golf. Golf Club Sport S, wo wir letzte Woche schon ein Video gepostet haben, betreffend Umbau Stufe 1 Plus. Der Umbau ist zu 90% abgeschlossen. Was noch fehlt, ist die Software. Die Software kommt diese Woche noch drauf. Wir haben noch eine kleine Anpassung machen lassen müssen. Das wird im Laufe dieser Woche noch geändert. Und das nächste Video, das wir dann drehen, dort geht es dann ums Fahren. Jetzt haben wir noch einen kleinen Umbau, den wir heute machen. Ich denke, dann machen wir noch schnell ein kurzes Video, damit ihr seht, was wir da noch dran machen. Also, um was geht es heute? Heute geht es darum, dass mir das Auto nicht ganz gefällt, wie es hier steht. Und mit hier steht meine Position der Räder am Fahrzeug. Wir haben uns entschlossen, die Felgen, die drauf sind, am Fahrzeug zu lassen, um das nicht zu ändern. Wir können aber dafür am Fahrzeug heute die Standscheiben montieren. Die Standscheiben, können wir schnell mal schauen, haben wir hier. Wir haben zwei Grössen. Wir haben für hinten Moment. Wir haben für hinten 17,5 mm und wir haben für vorne 11 mm. Das haben wir aus folgendem Grund gemacht, dass wir schön die Räder an die Kante herkriegen, nicht drüber raus, das gefällt mir nicht, aber dass wir sie schön an den Radlauf herkriegen. Ihr werdet nachher im Anschluss sehen, Bild vorher, Bild nachher, dass wir euch vorstellen können, was das bedeutet. Jetzt allerdings zum Thema die Standscheiben ist es so, da bin ich eher zurückhaltend. Die Standscheiben sind nicht immer nur positiv. Sie können natürlich durch das mehr die Spuren im Auto verbreitern. Besonders auf der Vorderachse kann es je nach Fahrzeugtyp auch negative Eigenschaften haben. Und das heisst zum Beispiel, dass das Fahrzeug, wenn es eine schlechte Lenkung hat, die schlechte Radgeometrie hat, dass es nachher eher den Spurrillen anzieht. Spurrillen sind die Längsrillen in der Fahrbahn, die es etwa gibt von den Lastwagen. Und dass das Fahrzeug nachher extrem den Rillen anzieht. Wir haben das bei dem Auto jetzt getestet, ob das der Fall ist, weil das ist etwas, was ich gerne mag. Und bei dem ist es jetzt absolut nicht der Fall. Jedes Mal das Telefon beim Drehen. Kann das jemand abnehmen? Ja, ist gemacht. Wo sind wir gewesen? Ah ja, Spurrille. Also bei dem Auto passiert das nicht, weil die Spur bzw. die Radgeometrie so ausgeleitet ist, dass es absolut keinen Unterschied macht. Im Gegenteil, es ist jetzt in dem Fall einfach rein eine optische Geschichte, die es Vorteil bringt. Er hat aber keine negative Eigenschaften. Die Mitarbeiter tut das nachher machen und dann werden wir den Unterschied sehen. Wie die Räder stehen im Verhältnis zur Karosserie. Ihr werdet sehen auf dem Bild vorher, es sieht ziemlich nicht schön aus. Das wollte ich anders wert sagen, aber das darf ich ja nicht. Gut, die Standscheiben haben wir von unserem Partner Autex. Autex ist ein Zulieferer, den wir haben, wo wir sehr viele Teile besorgen. Natürlich mit Gutachten, ganz wichtig, das können wir auch eintragen. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Das ist eigentlich alles. Ah ja, was ich noch dazu sagen haben wollte, was wir noch gemacht haben am Auto. Darum sehen die Felgen auch so genial aus. Schon schön glänzig. Wir haben da noch mit einem Mittel. Ups, so, ich laufe ins Bild. Hol ich schnell. Wir haben da mit einem Mittel von unserem Partner Swisswax. Das sogenannte Autobahn. So, hier. Autobahn, wie der Name schon sagt. Haben wir die Felgen versiegelt. Was bringt das? Das bringt erstens einen Vorteil, wenn man die Felgen waschen will. Also der Dreck haftet nicht mehr dran, der Bremsstaub etc. Einmal Wasser und sie sind sauber. Und sie sind sauber vor allem auch im Tiefbett da drinnen. Weil das ist etwas, was mich grausam ärgert, wenn das Zeug einfach da drinnen festbrennt. Das kennen ihr vielleicht auch alle. Dann sieht das unheimlich hässlich aus. Die Felge vorne ist sauber und innen dran ist schmutzig. Also, wenn ihr etwas wollt, wo die Felgen versiegelt, kratzbeständig macht und den Dreck abweist. Autobahn von der Swisswax. Natürlich könnt ihr das bei uns kaufen. Am besten ist natürlich noch machen lassen, weil man muss die Räder wegnehmen, man muss sie komplett waschen, man muss sie fachmännisch auftragen, das Zeug, dass es auch das richtige Ergebnis bringt. Also, wie gesagt. Gut, ja, das war es eigentlich jetzt. Kurzes Video, nicht zu lang. Wie gesagt, abonniert das Video. Wo haben wir es? Da oben oder da oben, Tobias? Da. Da oben haben wir sie genäht zum Abonnieren von den YouTube-Videos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Kommentare rein, ruft uns an
oder kommt vorbei. Wir sind immer gerne gesehen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es ums Fahren geht. Tschüss zusammen!